Schönen guten Abend. Wir wollen heute etwas im Labor machen. Und zwar haben wir nach der Einführung in Systemprogrammierung und Systemnahprogrammierung, wo wir etwas erklärt haben, was das ist und wozu das dient, eine sehr einfache Sache gemacht. Wir haben mit GetBit die eigene Prozess-ID ausgelesen und die Parent-ID. Prozess-ID, also die Prozess-ID des Elternprozesses. Als nächstes wollen wir jetzt was machen. Und zwar wollen wir schauen, wie die Prozesse ihre Kinder machen. Gell? Also die Kindprozesse. Und ja, da gibt es einen Systemaufruf dafür. Gell? Das ist also in Unix ganz einfach. Und zwar ist dieser Systemaufruf Fork. Gell? Also hier haben sie groß geschrieben, das wird immer klein geschrieben. Und dieses Fork. Schauen wir mal, wie funktioniert das Fork? Wenn wir das mal so zeichnen wollen, gell, dann haben wir irgendwo einen Prozess 1. Gell. Dieser Prozess 1, der hat in der, ja, wenn das so die Zeitachse sein soll, also D, in der Zeitachse da, der hat dann irgendwann mal entschlossen, jetzt wird ein Kind gemacht. Und was braucht er dazu? Da braucht er ein Fork. Gell? Und wenn da irgendein Zeitpunkt gekommen ist, gell, dann ruft der Fork auf. Und was passiert denn ab diesem Augenblick? Ab diesem Augenblick haben wir weiterhin unseren Prozess B1, gell? Also der bleibt hier. Und wenn alles gut gekommen ist, dann gibt es auch einen Prozess B2. Gell? Und ja, das ist das Prinzip. Gell? Also man hat einen Prozess, in dem rufen wir den Systemaufruf, also eine Basisfunktion ist das, Fork auf. Gell? Und nach dem Fork haben wir zwei Prozesse, wenn es funktioniert hat. Gell? Also weiterhin den Elternprozess B1. Und den Kindprozess B2. Okay, wollen wir es hinschreiben? Also, nehmen wir rot. So. Also, das da. Also, das da. Das ist der Kindprozess. Und rot geworden ist nicht. So. Und das hier oben, aus dem es entstanden ist, das ist der Elternprozess. Das wollen wir jetzt ausprobieren. Gell? Also was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu ein Make-File. Wir haben jetzt gesagt, wir werden jetzt immer Make mit Makros da nehmen. Und das habe ich da schon mal ausgefüllt. Ich habe gesagt, das Programm soll Fork heißen. Und ja, das Objektfile dann ist fork.o. Wir haben jetzt noch eine Datei, mehr noch nicht. Und das ist dann die fork.c, haben wir sie genannt. Und bevor wir das jetzt machen, wollten wir schauen, wie das ausschaut mit dem Fork. Also schauen wir in die Manpage, Man Fork, und ja, da sehen wir, gell, das ist im zweiten Abschnitt drinnen, der Manpages. Wir brauchen die unistd.h und der Aufruf ist dann eben ein Fork ohne Argumente. Wir bekommen eine Prozess-ID zurück, also werden wir da, wenn wir den Typ verwenden, wahrscheinlich auch noch die Types.h dann brauchen. Gell? Okay, da wollen wir mal. Also fork.c hier drinnen. Hier kommt mal hinein die UniStD. Also int main void. Und jetzt haben wir hier einen Verlauf, weil, könnt ihr vielleicht was eingeben, weil, und irgendwann
ist der Aufruf Fuck. So. Und danach, nach Fuck, haben wir zwei Prozesse. Also den Elternprozess und den Kindprozess. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht der Kindprozess? Woher kommt der Kindprozess? Was ist denn das Programm im Kindprozess? Und da wollen wir dann nochmal schauen. Also, was schreiben Sie hier Schönes? Also, in Unix-Betriebssystemen ist Fork der Name eines Systemaufrufs anhand dessen der aufrufende Prozess, also der Elternprozess, eine Kopie von sich erzeugt. Aha, also das ist eine Kopie. Das ist da, ja, da gibt es ja da diese tollen Gallier da mit Asterix und Obelix, und da gibt es eben den normalen Zaubertrank, und dann gibt es da einen Zaubertrank, einen ganz besonderen da, also da, und von der Milch des Einhorns oder wie das heißt, und dann werden sie geklont, die Gallier. Und bei Fork, bei Fork passiert es genauso. Also wenn wir Fork aufrufen, dann erzeugen wir eine Kopie des Elternprozesses. Das heißt also, der Kindprozess schaut gleich aus wie der Elternprozess. Und da steht, was er als bekommt. Also er bekommt dabei Daten, Code-Segment, also alle Segmente eigentlich, da steht nur Daten und Code, den Befehlszähler, also den Programm-Counter, haben wir gesagt. Der hat also den gleichen Programm-Counter. Das heißt also, dass nach dem Fork arbeiten beide unter dem Fork weiter. Also das ist ja komisch. Also das heißt also, wenn wir da hineinschauen, also ja, vor dem Fork. Wer ist denn vor dem Fork? Vor dem Fork ist der Elternprozess. Und zwar allein. Und nach dem Fork, nach dem Fork haben wir den Elternprozess und, wenn es funktioniert hat, auch den Kindprozess. Also wir haben jetzt den Eltern- und den Kindprozess. So, also ein Aufruf wird gemacht, und zwar vom Elternprozess. Der Elternprozess ruft Fork auf, und aus dem Aufruf zurück kommen zwei Prozesse. Der Elternprozess und der Kindprozess. So. Und was machen sie? Oh, sie machen alles, was hier darunter steht. Also was im Code nach dem Fork steht, das machen beide. Also, ja. Also dann haben wir zwei Prozesse, die das gleiche machen, Also, ja, wie sinnhaft das ist, Also das muss man erst schauen, Aber es ist der Intelligenz des Programmierers überlassen, daraus etwas Sinnvolles zu machen, Und jetzt schauen wir mal weiter, Also schauen wir uns die Erklärung an, und dann schauen wir, wie wir das programmieren können. Weil sie sagen da, also das wird alles kopiert, man bekommt dann eben zwei gleiche Prozesse, aber der neue Prozess bekommt da eine eigene Prozess-ID, und ja, da steht da nicht so viel, aber wenn wir in die Manpage gehen, da stehen mehr Einzelheiten drinnen da. Da steht da auch da drinnen, was passiert, Und da steht, der Prozess ist ein exaktes Duplikat des Elternprozesses mit folgenden Ausnahmen. Und da ist eine ganze Liste von Ausnahmen, Aber generell, es ist schon eine Kopie des Elternprozesses. Wir haben den gleichen Speicher, wir haben den gleichen Code, Wir haben alles gleich, Aber der, der Kindprozess, der startet mit 0 CPU-Zeit, die verbraucht wurde, Also das ist ein neuer Prozess, Und hat also eine eigene Nummer. Der Elternprozess ist der aufgerufen worden ist, also die
Bit, gell, wird anders gesetzt, weil der Elternprozess ist ja nicht von sich selbst aufgerufen, sondern hat seinen eigenen Elternprozess. Also den Großelternprozess, wenn wir dann wollen, wenn wir das so nennen wollen. Gell. Und ja, und hier haben wir halt die ganze Liste von Unterschieden. Gell. Aber das, was mich jetzt interessiert, ist eigentlich Folgendes. Das ist der Rückgabewert. Gell, der Exit Code aus dem Fork. Denn aus dem Rückgabewert kann ich feststellen, wer ich in der Ausführung nach dem Fork bin. Weil wenn ich nicht feststellen kann, wer ich bin, wenn also Elternprozess und Kindprozess gleich sind und auch nicht feststellen können, wer sie sind, dann habe ich ein Problem. Weil dann weiß ich nach dem Fork ja nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Außer beide machen wirklich das Gleiche. Aber meistens will man ja, dass der Elternprozess etwas weitermacht und der Kindprozess etwas anderes macht. Und dazu muss man feststellen können, wer man ist. Und wenn man feststellt, wer man ist, wenn man also da mal die Identitätskarte rausholt und hineinschaut, und da sagt man, aha, okay, also, dann sagt man, ich bin der Elternprozess, gell? Oder ich bin der Kindprozess. Und dann kann man feststellen, gell? Also da kann man dann ja so ein If machen, gell? Oder ein Switch machen, gell? Und wenn man das macht, dann kann man eben für den Elternprozess das machen, was der Elternprozess machen muss, und für den Kindprozess das, was der Kindprozess machen muss, gell? Ja, also früher hätte man da vielleicht sogar ein Goto gemacht, gell? Also ja. Weil heute darf man das nicht mehr, gell? Also ja, passiert was Schlimmes, wenn wir ein Goto machen. So, und ja, dazu müssen wir jetzt schauen, was ist der Rückgabewert? Und mit dem können wir dann feststellen, was wir tun. Und zwar, bei Erfolg, also wenn Fork funktioniert hat, gell? Also bei Erfolg, wird dem Parent, also dem Elternprozess, die Prozesse des Kindprozesses zurückgegeben. Aha. Also wenn es funktioniert hat, dann bekommt der Elternprozess die Prozesse die des Kindprozesses. Ja, eine Prozess-ID, gell, die ist immer positiv, und zwar größer 0. Okay? Weil 1 haben wir gesagt, ist die Init, und alles, was danach kommt, ist größer 1. Gell? Also zur Feststellung, ob wir der Elternprozess sind, müssen wir fragen, ob der Exit-Code größer war als 0. Ja, und wenn ich Kindprozess bin, dann bekomme ich die 0. Also der Kindprozess bekommt eine 0 zurück aus dem Fork. Und wenn ein Fehler passiert, dann kommt minus 1. Hm. Aber bei wem? Beim Elternprozess oder beim Kindprozess? Hm. Ja, beim Elternprozess. Weil wenn ein Fehler auftritt, dann hat es nicht funktioniert. Und dann gibt es keinen Kindprozess. Gell? Also, wir haben 3 Fälle. Es kann sein, dass minus 1 zurückkommt, und minus 1 ist der Fehlerfall, das heißt, wir sind im Elternprozess und es gibt keinen Kindprozess. Es kann sein, dass 0 zurückkommt, und wenn 0 zurückkommt, dann wissen wir, aha, ich bin der Kindprozess. Und wenn etwas zurückkommt, was nicht minus 1 und nicht 0 ist, also größer 0 in dem Fall, dann wissen wir, aha, ich bin Elternprozess. Und das, was ihr zurückbekommen habt, das ist die Prozess-ID des Kindprozesses. Und diese Fälle erlauben mir festzustellen, was passiert ist und wer ich bin. Weil nach dem Fork gibt es mich zweimal. Gell? Und da muss ich erst feststellen, wer ich bin. Und das kann ich damit machen, mit dem Exit-Code aus dem Fork. Gell? Ja, wie schaut denn das aus? Also, mein Fork, also ich muss hier den Exit-Code feststellen, gell? Ja, schreibe ich mal auf, gell? Okay. Ja, braucht man eine Variable? Ja, machen wir es mit Variablen. Wir können es auch direkt in die Abfrage hinein machen, aber vielleicht brauchen wir dann noch irgendwann mal diesen Exit-Code im Elternprozess, weil es hier die Prozess-ID des Kindes ist, gell? Also irgendeine Ergebnisvariable, gell? Also das ist eigentlich ein Bit D. Weil viele gehen einfach her und machen einen Integer dafür. Also Ergebnis ist gleich 0, gell? Sonst schimpft die Informatiklehrerin, wenn wir es nicht initialisieren, gell? So, okay. Ja,
Und jetzt, nachdem wir das vorher gemacht haben, müssen wir hier feststellen, was Sache ist. Gell? Und wir haben gesagt, wir haben drei Fälle. Gell? Und ja, drei Fälle. Und drei Fälle, das geht mit if nicht. Gell? Also das if mit drei Fällen, das geht nicht. Also brauchen wir ein Switch. Gell? Also Switch. So, von was? Von Ergebnis. Und ja, dann wollen wir da mal. Was müssen wir abfragen? Wir müssen abfragen, ob ein Fehler aufgetreten ist. Gell? Und wenn der Fehler aufgetreten ist, gell, dann, ja, dann muss man halt was tun. Gell? Also da musst du was hineinschreiben. Gell? Also erstens wisst ihr im Fehlerfall, aha, ich bin nach Elternprozess. Und es hat nicht funktioniert. Gell? Jetzt, was ihr dann weitermacht, nachdem es nicht funktioniert hat, das hängt eben vom Programm ab. Gell? Also da habt ihr eine Planung gemacht und ein Struktogramm gezeichnet. Gell? Also ich bin der Elternprozess und Fork hat nicht funktioniert. Pfui. So, also das ist der erste Fall. Der zweite Fall. Der zweite Fall ist 0. Wenn mir Fork eine 0 zurückliefert. So, dann haben wir gesagt, geil. Also, write and quit. Machen Fork. Und wenn wir dann nochmal hineinschauen. Also, 0 bedeutet, ich bin das Kind. Geil? Also, 0 bedeutet also, ich bin der Kindprozess. Und ja, was kommt denn hier her? Hier kommt der Code her, der vom Kindprozess gemacht werden muss. Gell? Also das kann auch einfach nur ein Funktionsaufruf sein. Gell? Oder ja, sehr oft wird hier ein neuer Programmcode geladen dann. Gell? Aber das entscheidet dann eben die Entwicklung, gell, was man machen muss. So, und in allen anderen Fällen, gell? Also wenn nicht minus 1 und auch nicht 0 ist, gell? Dann haben wir ein Default und ja, was sind alle anderen Fälle? Alle anderen Fälle sind die, wo das, ja, der Rückgabewert vom Fork größer 0 ist, gell? Und das heißt, ich bin der Elternprozess, gell? Also ich bin der Elternprozess und ERG, also dieser Exit Code ist die Prozesse, die des Kindprozesses. Ja, schön. Und was haben wir jetzt davon? Mal, ja. Dann machen wir jetzt Folgendes, gell? Also da macht es jetzt ein bisschen, ja, so ein bisschen Programmierung, geht es das ausprobieren. Und was machen wir? Gell? Also, wir wollen, was wollen wir? Wir wollen für beide Prozesse, gell? Also zuerst mal schauen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, aber wir hoffen, es funktioniert. Gell? Und wir wollen für ja, beide Prozesse, also Eltern- und Kindprozess, die Prozess-ID und die Parent-Prozess-ID ausgeben. Gell? Wir wollten mal schauen, was da Sache ist. Gell? Also ihre Identifizierung da verlangen. Gell? Die sollen nur mal den Ausweis rausholen. Gell? Also das wollen wir mal machen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann machen wir noch was anderes. Gell? Dann wollen wir sie verschieden lang laufen lassen. Gell? Und zwar das mit der Ausgabe von Prozess-ID und so weiter, das können wir alles drinnen lassen. Und wir machen jetzt Folgendes. Gell? Also, Fall A, Elternprozess arbeitet länger als Kindprozess. Nicht Kind, sondern Kindprozess. Also, wenn wir diesen Fall A haben, gell? Also dass der Elternprozess länger arbeitet als der Kindprozess,
dann wollen wir das beobachten, schauen, was passiert. Und im Fall B wollen wir das umkehren. Gell? Also der Kindprozess arbeitet länger als der Elternprozess. So, und das länger soll es nicht sein, dass der eine da drei Schleifen, Durchläufe macht und der andere 10, weil dann sehen wir ja nichts. Wir wollen zuschauen, gell? Und das heißt, ihr müsst da etwas verwenden, was wir letztes Mal gesehen haben, gell? Und ja, helfen kann uns dabei, ja, dieses Sleep. Könnt ihr euch erinnern? Also, könnt ihr da ein Sleep setzen bei den Funktionen? Ja, oder beim Eltern-Kind-Prozess, gell, die eben dann eine bestimmte Anzahl von Sekunden warten, und zwar so lang, dass man zuschauen kann, gell, dass man also sieht, was da passiert mit den Prozessen. Und dann wollen wir das überwachen. Gell. Das könnt ihr zum Beispiel ja, mit DOP machen, typischerweise. Ihr könnt es auch mit BS das machen, gell, oder HDOP, gell, die bunte Variante. Aber auf jeden Fall, das wollen wir machen. Gell? So, dann haben wir noch etwas, fehlt noch, gell? Also, nein, so, wenn wir hier ankommen, ups, so, mal geklickt, so, raus, wieder rein. So, also, wenn wir fertig sind, gell, dann machen wir ein Return 0 hier. So, schauen wir mal, ob es kompiliert damit nichts drinnen, oh, mag gar nicht, gell? Okay. Ja, also da müsst ihr was reinschreiben, gell? Also das ist jetzt noch leer. Und ja, viel Erfolg, wir hören uns später wieder.